Ja, zuerst mal etwas Negatives am Anfang. Ein ganz guter Kollege von mir, Dani, ist über Weihnachten Neujahr seine Frau davon gelaufen. Und dazu müsst ihr noch wissen, Dani ist relativ korpulent. Also dick ist er. Und beim Rausgehen hat er ihr noch angerufen: Claudia, sag mir die Wahrheit, ist, weil ich dick bin. Und sie hat sich zurückgedreht und gesagt: Dani, zum 100. Mal, ja. Das war der Grund, auch meine Schwimmreife, die ich über Weihnachten und Neujahr mir angefuttert habe, aktiv mit Schwimmen zu bekämpfen. Und meine Überlegung war klar Sport und noch was für Gesundheit. Weil, wenn du diese Pissbrühe am Mittwochabend nach dem Babyschwimmen überlebst, ist das schon ein sensationeller Start. Das ist 2017. Und ja, dort brünzelt jeder rein. Ich kann jetzt hier zwar nur für die Männer sprechen, aber es gibt keinen einzigen vernünftigen Grund, als erwachsener, gut durchtrainierter Schwimmer nach zwei Schwimmzügen sich am Beckenrand festzuklammern und die Mosaik von oben bis unten für anderthalb Minuten zu studieren, die sehen alle gleich aus. Jeder weiß, der brünzelt dort rein. Ich meine, ich beobachte ihn, ich weiß, dass er dort rein brünzelt. Er weiß, dass ich weiß, dort rein brünzelt. Nur stört und nicht, weil es kann sein, dass ich in 20 Minuten in der gleichen Situation bin wie er. Und ich würde von ihm ja auch nicht beim Brünzeln gestört werden. Und das zweite Indiz, dass dort jeder rein brünzelt, es hat auf diesen Mosaiken ja überall Wasserflecken, überall siehst du es. Nur der Weg aufs Männer-WC, der ist vorzutrachen. Ich bin verheiratet und das ist eigentlich der erbärmliche Versuch, das zweite mit Problemen fertig zu werden, wo man alleine nie gehabt hätte. Willkommen in meiner Welt. Aber jetzt wird alles anders und wer etwas anderes behauptet, lügt oder ist ganz einfach nicht verheiratet. So ein kleines Beispiel aus meinem Alltag: Ich betreue die Küche, meine Frau ist gerade dort. Ich meine, wo soll sie auch anders sein? Dann sagt sie so zu mir: Hey Schatz, er sagt, Beat, sagt Schatz, sagt schon lange nicht mehr, sagt: Hey, kann das sein, dass du ein bisschen zugenommen hast? Dann sage ich: Nein, seit wir geheiratet sind, kein Gramm. Jetzt sind auf meinen Ranzen nicht mehr extrem, wie wir es sehen. Nein, sind wir ehrlich, man muss dranbleiben, man muss ein bisschen fighten, ein bisschen kämpfen. So ein anderes Beispiel, so im Bett, sage ich so: Hey Schatz, komm, lass uns mal etwas Neues ausprobieren, nicht immer Fernsehen schauen. Komm, wir wechseln mal die Zeiten, wo wir schlafen. Hey, ich schlafe jetzt an der Türe nach 10 Jahren, Schnee, was du bekommst, für mich ist das spannend und aufregend. Und also die alltäglichen Sachen sind immer gleich. Schuhe, Gesteller, einräumen. Egal, wie ich meine Schuhe einräume, es ist immer falsch. Am Anfang von dem Verheiratetsein habe ich gemeint, das sei so eine Art Schuhschach, wo sie mit mir abzieht. So Läuferschuhe auf Regal 3, Dammschuhe auf Regal 4. Egal, was du machst, immer falsch. Du kannst nur verlieren. Aber irgendwann, so Gott will, resultiert aus dem Zusammensein Kind, ja, und dass er natürlich noch ein bisschen mehr als nur Scharade im Bett macht. Und die Kinder, die sind herzig. Herzig sind die. Am Arsch. Ich meine, wie lange liegt so eine Wasserleiche bei uns im Rhein, bis die von der Seepolizei rausgefischt wird? Maximal eine Woche. So ein Kind, das liegt 9 Monate im Wasser. Können wir sagen, wann er will, aber herzig geht anders. Aber irgendwann werden die Kinder herzig, kommen zu einem Herzigsalter. Meine Tochter Lea, die ist jetzt gerade 7 und die findet Tierli lässig. Alle Tierli sind lässig. Und ein Tierli ist lässiger als alle anderen, das ist der Uhu. Und der Uhu, der ist mega intelligent und der Uhu hat mega grosse Augen. Und der Uhu kann etwas besser als alle anderen Tierli. Der kann seinen Kopf um 270 Grad drillen. Das ist 90, 180, 270. Jetzt, wenn der Tierli so mega intelligent ist, wieso schaut es nicht von Anfang auf die linke Seite? Ich kann meiner Tochter nicht erklären, es ist gerade im Chine, sie hat gerade ihre goldige Mitte gefunden, es ist gerade eins mit dem Tierli so. Dann schaue ich sie so an und dann denke ich so: Mann, fertig, Lea. Zurück auf die Realität. Was meinst du, was passiert mit dem Tierli, wenn es tot ist? Papi, dann kommt sie in den Uhu-Himmel. Falsch, Lea. Falsch, falsch. Uhu kommt vom Stängeli, fliegt und andere Tierli legen ihre Larven drin und fressen das Viech von innen nach außen auf. Und das Gleiche passiert mit Tierli im besten Fall irgendwann auch.
Wir Männer, wir sind Tier, wir können nicht anders. Ich meine, früher, da sind wir doch als Opener gegangen. Und ich rede jetzt da von viel früher vom Opener. Nicht letztes Jahr, wo die Gucci, Bacardi Cola Becherli-Typen umeinander gelaufen sind. Oh Manfred, ich habe mir mein Bacardi Cola auf mein Gucci-Hemdli ausgeleert, ich muss heimgehen. Nein, ich rede vor 15 Jahren früher, wo es als Opener war. Glasflaschen sind an den Kopf geworfen worden. Mit dem Scherben auf dem Kopf bist du rumgelaufen. So sind wir drauf gewesen. So. Und wenn dich irgendjemand darauf angesprochen hätte, Alter, du hast einen Scherben im Kopf. Ah, echt jetzt, okay? Ja, stimmt. Also greifen geht, saufen geht, weiter geht's! Weiter berserkt bis am nächsten Morgen. Völlig entstellt sind wir ins Zelt in auf unsere Luftmatratze. So sind wir drauf gewesen. Tier sind wir gewesen, so richtige Tiger! Und so ein Tiger, der ist da früher da auf Zürich raus, sind wir gejagt und haben uns die Frau einmal gekrallt und sind zu uns heim mit denen. So sind wir drauf gewesen. So haben wir es gekrallt und, nein, warte mal, zu uns heim sind wir nicht, weil so eine Tigerhöhle stinkt, Gott erbärmlich. Also bist du irre heim! Bis zu ihrer Hai. Und vor ihrer Haustür hat sie gesagt, du, weißt du was? Schuhe abziehen, wenn er lässt. Was? Okay. Dann zieh meine Schuhe ab. Weg. Ja, immer noch ein Tiger. Alles gut. Schuhe sind weg. Tiger. Dann hat sie gesagt, wenn du gerade dran bist, baden wir auch noch lässt. Ah, echt jetzt? Baden? Okay, bad. Bade. Aber Seife nicht mehr kreisen. Deshalb bin ich ein Tiger. Das ist immer so weitergegangen, hat sich ein bisschen gefestigt. Und irgendwann ist es dem Tiger so ein dicker, fetter Stubenkater geworden, der Schäbe frisst. Und genau dann kommen sie zu dir an und sagen, du Schatz, wir müssen reden. Du hast dich so verändert. Ja, danke vielmals. Und jetzt gehen wir so dicke, fette Kater rausgehen, jagen, du hast verloren. Und willkommen in meiner Welt. Dankeschön.